Fehler zu machen ist für uns alle nicht schön. Und trotzdem gibt es immer wieder Frauen, die es völlig aus der Bahn wirft, wenn sie einen Fehler machen. Und genau deswegen gibt es jetzt dieses Video, um dir zu zeigen, wie du aus deinen Fehlern wirklich den größtmöglichen Erfolg rausziehst. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Marina Henze und ich freue mich ja auf diese wundervolle Folge und vor allem dich damit ja mit dieser Folge dabei unterstützen zu können, für dich persönlich und finanziell aufs nächste Level zu kommen, dich zu befreien und dein Leben so zu gestalten, wie du es wirklich leben möchtest. Ja, und um das zu können, ist es natürlich wichtig, immer wieder mutige Entscheidungen zu treffen, voranzugehen. Und gleichzeitig ist es natürlich so, umso mehr Entscheidungen wir treffen, umso mutiger wir sind, desto mehr können wir auch Fehler machen. Und das ist ganz normal. Aber manchmal denke ich mir so, wenn ich mich frage bei all den Dingen, wo ich jetzt so im Nachhinein betrachte, denke, oh, na, das war irgendwie aber jetzt nicht so klug, diese Entscheidung. Habe ich dann meistens wirklich festgestellt, was es doch für mich gebracht hat am Schluss. Und das lässt dich dann immer wieder mutig sein und weitergehen. Und deswegen möchte ich dir, wie gesagt, hier in dieser Folge einfach mal meine Perspektive auf das Thema Fehler machen geben, warum Fehler machen eigentlich mega wichtig ist und wie du damit richtig, richtig erfolgreich werden kannst. Also, lass uns mal mit der ersten Perspektive hier reingehen. Und zwar geht es um die Perspektive des persönlichen Wachstums. Und meine Wahrheit muss nicht deine Wahrheit sein, aber meine Wahrheit ist, dass wir dann wirklich wachsen können, wenn wir herausfordernde Situationen gemeistert haben. Wenn alles tutti ist, ist bei uns oft, dass sich das Leben so in diesem, naja, ne, Sinuston, das ist ja wie tot, eigentlich bewegt, ja. Aber wenn du natürlich immer wieder auch mal die ein oder andere Herausforderung löst, kannst du daran wachsen. Und ich bin einfach überzeugt, ich habe dir hier mal ein kleines Bild dazu aufgemalt, wenn wir uns jetzt, ach Gott, mit dieser Zeitverschiebung, ich sehe es genau andersrum, das ist schwierig. Aber wenn wir uns das jetzt vorstellen, ne, du startest irgendwo irgendwas, ne, zum Beispiel, wir bleiben mal im Business-Kontext, wenn du angestellt bist oder selbstständig bist. Und dann, ne, geht es aufwärts, aufwärts, aufwärts und dann kommt irgendwann der Moment, da geht es runter. Aber wenn du diesen Moment meisterst, indem du zum Beispiel ja aus deinen Fehlern lernst, die Bewertungen auf die Fehler loslässt, dann geht es weiter hoch. Dann kommt natürlich wieder irgendwann mal der Punkt, wo es runtergeht. Aber danach geht es wieder hoch. Also was ich dir damit sagen möchte, ist, wenn du jetzt mal zurückblickst, einfach mal 5 oder 10 Jahre und dich mal fragst, wo stand ich da? Mit was für, ja, Herausforderungen konnte ich nicht umgehen? Was ist mir passiert? Welche Fehler habe ich gemacht? Und du jetzt mal 5 Jahre in die Gegenwart zurückgehst, wo du jetzt bist und dich fragst, hey, wie gehe ich denn jetzt damit um? Wie meistere ich denn jetzt mein Leben? Wirst du feststellen, dass es hoffentlich tendenziell immer weitergegangen bist und du immer selbstbewusster und selbstsicherer geworden bist. Und diese Perspektive ist meiner Meinung nach total wichtig einzunehmen, weil wir konzentrieren uns oft auf den jetzigen Moment. Der Moment, in dem Fehler passiert ist, der Moment, in dem vielleicht das Leben herausfordernd ist. Und dann fragen wir uns, mein Gott, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich noch alles tun, dass sich das verändert? Und so weiter und so fort. Wir vergessen aber in dem Moment oft einfach auch mal zurückzublicken und zu erkennen, wow, was haben wir denn schon alles erreicht und geleistet? Welche Schritte sind wir schon vorangegangen? Wo hat sich denn unser Leben verbessert, um eben nicht in diese Abwärtsspirale des Jammertals zu kommen? Weil das ist nämlich der nächste Punkt. Wenn du Fehler machst, ja, dann ist es wichtig, dich nicht in dem Moment selbst zu kasteien oder noch schlimmer, dich als Opfer zu sehen. Und das erlebe ich ganz häufig. Ich habe letztens noch mit jemandem drüber gesprochen. Eine wundervolle Frau, ganz wundervoll, super, also super Know-how, also wirklich, also eine ganz, ganz tolle Frau. Und die hat mal vor ein paar Jahren den Fehler gemacht, dass sie irgendwie
am Telefon auf irgendjemanden reingefallen ist, wie auch immer das gehen konnte, keine Ahnung, ich kenne die Hintergründe nicht. Und die Person sie dann irgendwie abgezogen hat mit 19.000 Euro. Und dann hat sie sich selber in dem Moment als Opfer betitelt. Und sobald du dich selbst als Opfer betitelst, wirst du nicht den Mut, die Energie, die Kraft und die Ausdauer haben, dich aus dieser Situation zu befreien oder aus diesem Fehler zu lernen, das nächste Mal es irgendwie cooler oder geiler zu machen. Warum? Weil du nicht die Verantwortung dafür übernimmst. Und jetzt kann man sagen, ja, hätte sie die Verantwortung dafür übernehmen sollen, dass jemand so böse ist und sowas macht? Ja, klar. In dem Moment auf jeden Fall. Weil sobald sie diese Verantwortung übernimmt und sagt, okay, das ist passiert. Aber was kann ich jetzt tun, dass diese Situation sich für mich zu dem bestmöglichen Ergebnis verändert? Wie kann ich jetzt anders denken, fühlen und handeln, dass diese Situation, so schmerzhaft wie sie für mich war, eine Riesenchance darauf ist, jetzt A, mir die 19.000 Euro irgendwie zurückzuholen und da noch eine Null dran zu hängen, dass es für mich richtig gelohnt hat. Ja, verstehst du? Also jetzt nur mal so aus dieser Perspektive gesprochen. Solange du in der Opferrolle bist, wirst du diese Fehler immer als Fehler sehen und du wirst an diesen Fehlern zu knabbern haben. Ich sage ja immer so schön, wir müssen uns anschauen, was wir für eine Bewertung auf die Dinge haben, die wir tun. Na, und alles, was wir natürlich als negativ bewerten, wird sich auch für uns in unserer Realität als negativ darstellen. Wenn wir aber versuchen, die Dinge umzudrehen, also neu zu bewerten, die passiert sind, wirst du merken, kommst du in eine ganz andere Energie. In eine ganz andere Energie, in eine ganz andere Leistung. Weil dann ist die Situation nicht mehr das, was sie ist, nämlich irgendwas Negatives, was dich runterzieht, sondern du betrachtest die Situation als Chance für was auch immer das für eine Situation ist. Und dadurch wirst du die Kraft haben, die Energie haben, du wirst rauskommen aus diesem Opfermodus und vor allem der nächste wichtige Schritt, du wirst wieder aufs Pferd steigen. Ja, weil du weißt, wie es ist. Bei Sportlern zum Beispiel, wenn die einen Unfall hatten oder wenn die einen Sturz hatten, das Allerwichtigste ist, so schnell wie möglich wieder aufs Pferd zu kommen, so schnell wie möglich wieder anzufangen, so schnell wie möglich weiterzumachen. Warum? Damit sich diese Erfahrung nicht einbrennt. Weil sonst wirst du immer wieder, und so neigen wir ja, wenn wir im Hier und Jetzt Entscheidungen aus dem Verstand heraus treffen, nehmen wir uns die Bezugspunkte, die Referenzpunkte aus der Vergangenheit. Das heißt, was haben wir in der Vergangenheit gehört, erlebt, erfahren und so weiter und so fort. Und daraus treffen wir jetzt im Hier und Jetzt die Entscheidung. Wenn du jetzt aber nicht wieder aufs Pferd steigst oder zu spät wieder aufs Pferd steigst, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo du dich vielleicht nicht mehr traust, diese Entscheidungen zu treffen, weil du diesen Mist sozusagen aus der Vergangenheit immer als Referenz für deine nächsten Entscheidungen nimmst. Und was bedeutet das? Das bedeutet, all das, was dich damals oder was du da erfahren hast in der Vergangenheit, hat dich dahin gebracht, wo du jetzt bist. Wenn du aber weiterkommen möchtest, darfst du das, was in der Vergangenheit war, für dich neu bewerten, nämlich als positive Referenzerlebnisse dafür, was du zukünftig besser machen kannst, um dadurch im Hier und Jetzt ganz andere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Weil wenn du aus der Vergangenheit heraus Entscheidungen für die Zukunft triffst, weil du dir die Referenzen aus der Vergangenheit nimmst, um jetzt hier Entscheidungen zu treffen, wirst du in 5, 10 oder 15 Jahren noch an einem ähnlichen Punkt stehen, an dem du jetzt stehst. Das heißt, das Geheimnis ist, deine Bewertungen zu verändern auf die Dinge, die passiert sind. Und schnell wieder aufs Pferd zu steigen, um für dich Referenzerlebnisse zu sammeln. Hey, okay, alles klar. Ich habe den Fehler erkannt. Ich habe für mich die Dinge verändert. Und jetzt suche ich mir
positive Referenzerlebnisse dafür, dass ich einfach in der Lage bin, geniale Entscheidungen zu treffen und all das, was mir in meinem Leben passiert, weil ich vielleicht mal eine falsche Entscheidung getroffen habe oder einen Fehler gemacht habe, das für mich ins Positive drehen kann. Und schon geht die Angst weg. Du wirst mutiger, du stehst viel mehr für dich und dein Leben und deine Wünsche und deine Ziele ein. Und das ist genau das, worum es am Schluss geht. Dass du für dich gehst, dass du dir überlegst, wie will ich mein Leben leben, wie will ich es haben, wo will ich sein, mit wem will ich sein, was will ich tun und dafür mutige Entscheidungen triffst und mutige Wege gehst, die nichts damit zu tun haben, was du vielleicht mal in der Vergangenheit falsch gemacht hast oder wie auch immer. Ich will das immer so gerne in Anführungszeichen setzen, weil für mich gibt es in meiner Welt kein richtig und kein falsch. So, jetzt bin ich ganz gespannt darauf, was du in die Kommentare schreibst zu dieser Folge, wie du dazu stehst. Vielleicht teilst du auch mal den ein oder anderen Fehler, aus dem du ja gelernt hast, wo du etwas für dich gedreht und verändert hast als Inspiration für die anderen. Und natürlich nicht vergessen, wenn du jetzt hier drunter klickst, kannst du unseren Kanal abonnieren und gleichzeitig bitte die Glocke betätigen, damit du immer informiert wirst, wenn es ein neues Video gibt. Und wenn du hier drauf klickst auf die Seite, kannst du noch in unsere geschlossene Gruppe kommen. Das heißt, wenn du irgendwie selbstständig bist oder im Bereich Coaching tätig bist oder es werden möchtest, komm gerne in die Gruppe. Da können wir dann nochmal einen intensiveren Austausch miteinander machen. Und natürlich gibt es auch hier wieder die Empfehlung für das nächste Video, damit du einfach weiter hier die Inspiration holen kannst. So, jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Marina.